Sonntag, 8. Juni 1975, 22.15 Uhr, FS1, Fernsehkanal des österreichischen Rundfunks. Genau hier wird um diese Zeit österreichische Fernsehgeschichte geschrieben. Nein, falsch. Nicht nur Fernsehgeschichte, sondern Kulturgeschichte. Ein österreichisches Original wird geboren. Eine Familie ist zum ersten Mal dort zu sehen, welche die eigene Sicht auf unsere Kultur, unsere Verhaltensweisen und unsere Einstellungen zum Leben grundlegend verändern sollte. Auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt keiner ahnt. Das hat riesige Auswirkungen. Das ist die Geschichte vom echten Wiener, der nie untergeht. Vom Edmund Sagbauer und seinen Begleitern. Und eigentlich von ganz vielen von uns. Arschlöcher alle miteinander! Nudelarm! Da machen wir was wollen! Das ist bei mir wurscht! Braucht ja eh keiner den Fisch! Ja, passen Sie doch auf, Sie Trottel, Sie Bläder! Können Sie nicht woanders gehen? Arschloch, deppert's! Dabei fängt alles so unspektakulär an. Und zwar so. Im Jahr 1973 ruft man beim ORF eine neue Sendereihe ins Leben. Unter dem Titel Impulse soll es jungen Regietalenten ermöglicht werden, die ersten Schritte im Fernsehfilm zu gehen. Ideengeber und Initiator war damals der Redakteur Hans Breiner. Die Ausstrahlungstermine wurden auf den Sonntagabend ab ca. 22 Uhr gelegt. Klar, um diese Zeit schläft ja die brav arbeitende Bevölkerung bereits. Einer dieser Regisseure hört auf den klingenden Namen Reinhard Schwabenitzky. Dem fällt eines Tages der Roman Salz der Erde des Autors Ernst Hinterberger in die Hände, mit dem dieser sich im Jahr 1967 für den Romanstaatspreis beworben hatte und gegen Thomas Bernhard den Kürzeren zog. Die Geschichte des Grantlers in der Midlife Crisis weckte allerdings das Interesse der Verantwortlichen. Hinterberger verpasste dem Hauptcharakter für das Drehbuch ein wenig lockerere Charakterzüge. Ja, an sich blieb hier kaum ein Stein auf dem anderen. Zu pessimistisch und deprimierend war das Ausgangsmaterial. Auf jeden Fall war es dann 1975 soweit und man konnte zu drehen beginnen. Die Hasengasse, befindlich im Wiener Gemeindebezirk Favoriten, wurde filmisch kurzerhand in die ORF-Studios am Rosenhügel in Wien-Speising verpflanzt. Außenszenen wurden später in der Fenzelgasse im 14. Wiener Gemeindebezirk gedreht. Für die erste Folge bekam man dann auch gleich sein Wunschteam zusammen. Regisseur Schwabenitzky, Hinterberger am Drehbuch und Helmut Fiebig an der Kamera. Apropos Kamera, um den Schauspielern möglichst lange Improvisationen und größtmögliche Freiheit zu geben, wurde auf die sogenannte Ein-Kamera-Technik vertraut. Das heißt, keine Markierungen am Boden, keine halben Szenen, sondern pure Schauspielfreude und hohe Flexibilität beim Dreh. Salz der Erde war auch beinahe eine reine Studioproduktion und aufgrund des kleinen Budgets und dementsprechenden Drehbedingungen musste sogar ein VW-Transporter als Bild- und Tonregieplatz herhalten. Szenen, die in einem Stämmerverein spielen, wurden in der Kantine der Studios nachgestellt. Ach ja, der Mundel und das Stämmen. Beinahe eine religiöse Verbindung, zumindest in den ersten Folgen. Um das auch authentisch und nachvollziehbar zu zeigen, griff man auf Mitglieder eines echten existierenden Gewichthebervereins in Wien zurück, nämlich des Stämmervereins Greffel Rossmann. Hauptdarsteller Karl Merkatz trainierte auch konsequenterweise mit realen Gewichten, obwohl Attrappen vorbereitet gewesen wären. Ein kleiner Funfact: Der Regisseur späterer Folgen, Kurt Ockermüller, ist in den Szenen im Stämmerverein am Klavier zu sehen. Er begleitet dort jeden Athleten mit einer speziell ausgesuchten Nummer zu den Gewichten und ist somit direkt verantwortlich für die Hymne des Mundl. Der narrische Kastanienbaum ist im gesamten Verlauf der Serie immer wieder recht prominent zu hören und dort nahm alles seinen Anfang. Doch nun, bevor wir über den Erfolg und die Wirkung des Pilotfilms Salz der Erde sprechen, da steht doch vor allem für unsere Zuseher aus Deutschland eine Frage brennend im Raum. Wer oder was ist denn jetzt bitte genau der Mundl? Wir starten. Edmund Sagbauer. Ich bin nämlich quasi der Bruder. Was für ein Bruder? Na der mit dem Wimpi. Der ist der Würstel.
Bist du angesoffen? Oder hast du einen Klopfer? Oder willst du mich vielleicht am Schmäh halten? Okay. Gehst heute da über die Häuser. Wir reden mit dir. Verkörpert von Karl Merkatz gelang hier eine zwar sehr stereotypische, aber dafür authentische Darstellung des Wesens eines Österreichers der damaligen Arbeiterklasse. Tja, der Edmund Sackbauer ist ein Elektriker, ein Funkenschuster, wie man bei uns sagt. Er ist das Oberhaupt einer ansehnlichen Familie voller interessanter Charaktere mit Ecken und Kanten. Genauso wie er eben. Er vertritt nach außen hin ein überaus gefestigtes Weltbild. Und wenn ihm einer blöd kommt, sagt er ihm, was er von dieser alternativen Meinung hält. Laut ihm ist nämlich alles, was nicht von ihm kommt, ein aufgelegter Blödsinn oder noch besser, ein aufgelegter Schaß. Das ist ja blöd, das ist ja Trottel, dann hab ich gesagt, mal, der ist freiwillig, dass er das ist ja blöd, der ist der Toller, was schon gesagt, dass es ein Trottel sein muss, dieser Dioptrino, du hörst. Er ist misstrauisch gegenüber jeglicher Autorität. Mit Medien, Vorgesetzten, Ärzten und Politikern steht er auf Kriegsfuß. Eine Bestätigung? Ja, das ist ihm so üblich. Das geht scheiß auf das, was üblich ist, du Rotspippen, du. Wenn ich morgen das Geld wegkriegt, dann passiert was erst. Glaubst du, wie man das Geld unter den Nagel reißen? Ich glaube überhaupt nichts und ich möchte mich ja mit dir auf überhaupt keine Diskussionen einlassen. Wenn die Hanni das Geld morgen haben will, dann sollst du eine Bestätigung mitgeben und dann kannst du es morgen haben. Und artikuliert das auch lautstark. Und eines sollte man nie machen. Nennt ihn niemals einen Proleten. Prolet? Was hat er gesagt? Prolet, haben Sie gesagt, Herrs? Das passt mir! Prolet! Seid so froh, dass selber keiner sein soll, Herrs! Was mit zurückhalten? Er besitzt eine überaus starke Bindung zu seinem verstorbenen Vater, den er gegenüber anderen immer Großvater nennt. Ja, das Bild von ihm hängt seit jeher an der Wohnzimmerwand und wird immer dann abgenommen und präsentiert, wenn Unfrieden in der Luft liegt oder dem Mundel etwas völlig gegen den Strich geht. Dabei, und das wird gerne auch von seiner Umwelt ein wenig übersehen, ist das höchste Gut weniger seine eigene Meinung als das Wohlbefinden seiner Familie. Diese Struktur verteidigt er bis zum Letzten, auch oft radikal und gegen den Willen aller. Nerven braucht's für so einen Haufen. Und da gehört dann auch konsequenterweise der gründliche Schluck aus der Bierflasche fest dazu. Ich mir ein schönes Bier vergrunnen. Nein, nichts mehr, Edmund. Jetzt trinkst du kein Bier. Aber geh, wenn er Durst hat. Dann trinkst du Wasser. Oh, mei. Entschuldige. Aber das löst den Durst viel besser. Geh, trinke Wasser. Tut er nicht inwendig verrosten. Und besonders dann, wenn ihm wirklich keiner mehr zuhören will, gibt's ja immer noch den Wellensittich Schurli, mit dem er dann auch die Gespräche führen kann, die tatsächlich nur mehr den Mundel interessieren. Kurzum, ein konfliktbehafteter Charakter. Laut, ungehobelt, aufbrausend, aber mit einem großen Herz ausgestattet. Und genau darin liegt, glaube ich, auch der Reiz der Figur, vor allem in Österreich. Auch wenn es niemand so richtig gern zugibt. In jedem von uns steckt eine kleine Portion Edmund Sackbauer. Nicht umsonst gab es schon beim Dreh Wortmeldungen von Außenstehenden, die immer gleich lauteten. Ja, schau, so einen kennen wir auch. Und umso gespannter war man im Team bei der Ausstrahlung. Wie würde Österreich auf den Mundel reagieren? Um das hautnah mitzuerleben, zog man sich seinerzeit als Filmcrew in ein Wiener Vorstadtcafé zurück und bekam die Polarisierung in erster Reihe mit. Denn es gab sehr gemischte Reaktionen. Die große und ach so wichtige Kronenzeitung ignorierte den Fernsehfilm komplett. In der kommunistischen Volksstimme war etwas von mangelndem ideologischen Tiefgang zu lesen und man schrieb vom zunehmenden Verfall der Sendereihe Impulse. Anrufe beim ORF-Kundendienst waren da schon etwas direkter. Dort war man sehr damit beschäftigt, sehr zu beruhigen. Einer brüllte wörtlich ins Telefon: Satz es deppert, wir sind nicht so ordinär, es Arschlöcher. Na gut, dann nicht. Wie auch immer. Die Mundpropaganda lief voll an und so entschied man sich beim ORF trotz oder gerade wegen der Reaktionen zu einer Fortsetzung. Diese wurde ebenso 1975 am Nationalfeiertag ausgestrahlt und sorgte erneut für starke Rückmeldungen. In dieser wurde auch erstmals der Titel »Ein echter Wiener kann nicht untergehen« verwendet.
und gleich danach der Vertrag für weitere 4 Folgen unterzeichnet. Jetzt legst du mich im Arsch, gell? Hast du das richtig gescheert gehört? Nimm an! Es gab nur eine Auflage. Der Mundl darf nicht charakterlich scheitern, wie in der Buchvorlage. Vielmehr wollte man ihn als Patriarchen etablieren. Mit jedem weiteren Drehtag wuchs das Selbstvertrauen der Crew. Und so begann man damit, Cameos von Technikern oder der Belegschaft einzubauen, und die Schlussszenen wurden mit Hilfe einer Zeitanzeige des Regieassistenten komplett improvisiert. Bevor es allerdings soweit war und Folge 3 bis 6 ins Fernsehen kamen, wurden die ersten beiden Folgen erneut wiederholt. Und jetzt, endlich, sprang dann auch die neue Kronenzeitung auf. Neben der Headline Familienserie in FS1 zu ordinär fürs Fernsehen? Fragezeichen, sorgten die Redakteure nämlich vor allem für eines: riesige Publicity. Für die nächsten Folgen 7 bis 11 gab es dann eine massive Änderung, die man auch sehen kann. Der Kameramann wurde vom ORF für andere Projekte abgezogen. Rudolf Murt übernahm, und mit ihm hielt auch neues technisches Equipment Einzug in die Produktion. Fortan fand man auch zunehmend den Weg ins Freie, und Montagen mit Hintergrundmusik ohne jeglichen Dialog gehörten ab sofort zum Inventar der filmischen Serie. Das hielt die Crew allerdings nicht davon ab, ihre Magie vor allem untereinander weiter zu versprühen. Keiner geht, da bleibt's. Komm, gehen wir alle, lass mal den kleinen Scheiben allein. Bist du stark, Kalle? Egal, gehen wir alle, wo gehen wir denn hin? Hörst auf, Edmund. Kannst du das wirklich sagen, wenn jetzt endlich eine Ruhe ist, dann werden sie mir mal von einer anderen Seite kennenlernen. Da komm her, Franzi. Kalle, setzt euch nieder, Hanni. Jetzt werde ich euch einmal zeigen, was das heißt, einen ruhigen Abend, einen gemütlichen Abend verbringen. Edmund, hol einen Wein. Dann geht doch keinen Wein holen. Schick doch deine Kinder. Bitte kein Lehrbuhr. Komm, Papa, ich geh mit dir. Nein, geh nicht. Wie jetzt? Sie ziehen mich eh an. Komm, geh ja eh. Mach eh alles für euch. Sehr gescheit, wenn ich rauskomme, die frische Luft. Um das alles auch glaubhaft darzustellen, brauchst du natürlich nicht nur einen der besten Schauspieler Österreichs samt ausgefeilten Charakter, sondern auch jemanden an dessen Seite. Und den fand man in Gestalt von Ingrid Burkhardt. Die Toni. Antonia Sackbauer ist die bessere Hälfte vom Mundl, und auch wenn es oft so rüberkommt, als hätte der Mundl das Sagen, wir alle wissen, wer wirklich das letzte Wort hat, wenn es hart auf hart kommt. Wo ist der Großvater? In der Schachtel, und dort bleibt der Edmund, weil er da nicht mehr herpasst. Und daher kommt der Hund etwas, und deine Wimpeln und deine Hefer, und die haben uns schon so lange angeschaut, wenn du unbedingt willst, können wir es im Schlafzimmer aufstellen. Daher kommt der Großvater, Arschlos, Basta! Und ich sage dir, hier kommt nicht der Großvater her. Und einmal seht sie auch mein Willen durch. Und daher kommt der Hundertwasser. Hopp, hopp, Mama. Zack, sie ab. Hopp, 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 hopp. Die Toni hat eine Engelsgeduld. Hält alles zusammen, auch wenn es wirklich eng wird. Und auch das verfolgen wir hautnah. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass ich nicht will, dass ich da dieser. Ich hab drei Monate daherkommen. Wirst du jetzt endlich stark sein? Da soll der Zirkus wieder von vorne anfangen. Was soll von vorne anfangen? Es sind meist nur wenige, aber dafür umso bestimmtere Wörter nötig, um für Ruhe zu sorgen. Auch wenn in einer ganz bestimmten Episode etwas passiert, das gerade deshalb so wirkt, weil man es überhaupt nicht kommen sieht. Aber Herr Stoni, haben wir das genau überlegt? Ich weiß doch genau, was ich tue. Was hast du denn noch Ärger? Bruder ist Bruder! Depp ist Depp! Toni? Gut, gut! Gute Nacht! Neben ihr sind es die beiden Kinder, Carly und Hanni, die fest zum Ensemble jeder Folge gehören. Da was du jetzt kannst. Na? Das ist noch ein Wort, und du kriegst eine Watschen, dass der 14 Tag der Schädel wankelt. Wenn ich arbeitslos wäre, traue ich mir nicht so die Goschen auf. Jetzt auf!
Der Kalli, gespielt vom Klaus Rott, ist der Erstgeborene und verhält sich auch meistens so. Sein Vorbild, auch wenn er es überhaupt nicht zugeben will, ist natürlich sein Vater, trotz so vieler Differenzen. Was dich aufhört, verstehst, das ist mir wurscht. Wenn ich vom Essen reden will, dann rede ich vom Essen, du Trottel, du. Hast du auch was gekriegt am Heiligen am Zessentunnel? Ist vielleicht ein Geheimnis? Nein. Ich habe mir halt gedacht, vielleicht essen wir heuer mal kein Gansl. Was kalt, war ja nicht schlecht. Warum denn kein Gansl? Was kann er mag außer dir? Jetzt haben wir wegen dir 20 Jahre Gansl gefressen, wenn wir heuer was kalt ist. Könnt ihr einen Aufschnitt kaufen? So ein bisschen was Saures und so pikante Fischsachen. Freilich, freilich, typisch, typisch. Bitte, kauf halt ein paar Kilo Fisch. Kauf halt, dass er sich auffressen kann, der Trottel. Bis auf die Graden rauswachsen, ne? Für mich brauchst du gar nichts kaufen, denn ich bin schon angespeist, weil ich dir im Heiligen Abend ins Gesicht schau. Also, Kalli, so red mir nicht mit seinem Vater. Aber du brauchst mir überhaupt nicht ins Gesicht schauen, hörst. Von mir aus geht in den Waldmühlenpark, sitzt du hier auf der Bank, hörst. Du hast halt die Spatzen an. Der Raschkind, du! Also, Edmund, ein bisschen Kunst ist schon zurückgehalten. Sein Vater redet ihn manchmal ein wenig klein. Klar, ist er doch ein Nachkriegskind. Da muss man eben auch vieles verzeihen. Er heiratet im Verlauf der Serie seine liebe Irmi, gespielt von Liliana Nelska, und steht aufgrund dieser Beziehung auch stets in Konflikt mit seinen Schwiegereltern, dem Franz und der Martha Werner. Scheißkriegen, sagt es! Die besondere Familie Werner! Diese beiden besitzen ein Strickmodengeschäft und obwohl sie sich vieles hart erarbeiten mussten, sehen sie sich eher der oberen Gesellschaftsschicht angehörig. Somit versteht es sich von selbst, dass sie mit der Liaison ihrer Irma mit dem Karl Sackbauer so gar keine Freude haben. Gerade der Martha kann man viel der Ablehnung sofort an ihrem Gesicht ablesen. Ändern kann man daran wohl wenig und doch gelingt es. Und auch das ist typisch österreichisch, ausgerechnet am Silvestertag mit ganz viel Alkohol, Raketen und dem Rückfall von Franz Werner in seine Soldatenzeit. Er leidet nämlich sehr unter dem starken Charakter seiner Frau, Magenbitter ist sein bester Freund. Mit der Zeit rangieren sie sich mit ihrem Schwiegersohn und spätestens mit der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes, dem René, wird alles gut. Mama, Papa, ich krieg ein Kind. Der Kalle wird Vater. Der wählt die Romanze von Peter Ilyich Tschaikowski. Was wirst? Ich krieg ein Kind. Dir mehr. Traum vom Glück. Eine Mahlzeit. Wenn das so ein Trottel wird wie du, kannst du gleich die Kugel geben. Was? Hast du das gehört? Der Kalle kriegt ein Kind. Ja. Muss man gleich ein Bier in die Venen haben. Nein, nicht am nüchternen Morgen, Edmund. Und die Petra ist dann die späte Zugabe. Hanni, jetzt sei doch nicht so, bis zur Straßenbahn sind es mindestens 5 Kilometer. Tja, und die Hanni, ja, die ist ihrem Vater wahrscheinlich viel ähnlicher, als sie selber zugeben würde. Sie wurde verkörpert von Erika Deutinger und ist ein richtiger Dickschädel, ein Sturkopf. Sie steht für ihre Werte ein und gerade ihre Beziehung zum Schriftsteller Franzi stellt sie und eigentlich die ganze Familie vor riesige Herausforderungen. Wer hat denn den König? Später, im Verlauf der Serie, wird sie auch zusehends emanzipatorisch geprägt. Beinahe schon radikal steht sie ihre Frau in vielen hitzigen Diskussionen. Wahrscheinlich deshalb, weil sie sich ihrem Franzi intellektuell immer ein wenig unterlegen vorkommt. Und wenn die Männer glauben, wir sind nur dazu da, dass wir uns aufs Kreuz legen... Jetzt holst du aber dein Pappen hörst. Das glaubst du, wo wir sind. In meiner Wohnung wird das so ein Ton nicht angeschlagen, so ordinärer. Verstehst? So, aber auch nur, wenn wer anderer was sagt, was? Wenn du dauernd von Arschlöchern und Hirnscheißen redst, das macht nix. Jetzt ist aber genug, Hanni. Wenn du so einen Ton anschlagst in meiner Wohnung, hörst aber dann kriegst du von mir... Aber was ist dann?
So alt kannst du ja gar nicht werden, erst dass du von mir und so eine Watsche fangst, dass der 14 Tag der Schell wagelt. Der hilft der ganze Dicht, der hilft dir nicht. Jetzt lass endlich den Franz in Ruhe. Bitte, lass ihn in Ruhe. Mach ihm ja nichts. Verstehst? Denken kann sich jeder, was er will, verstehst? Gibt's gar nichts. Aber ich will nicht, dass solche Ordinärheiten bei mir in der Wohnung ausgesprochen werden. Schnell vorherst, was das kleine Kind das hört. Das hat doch kein Gesinn da. Daneben gab es eine Vielzahl an ikonischen Charakteren. Der Bruder von Mundl, der Schani-Onkel, wurde von Rudi Schippel dargestellt. Er ist der Experte für alles innerhalb der Familie und wird immer dann zu Rate gezogen, wenn der Hut brennt. Vor allem dann, wenn es ums Geld geht. Immerhin ist er ja Lohnbuchhalter. Er sammelt Briefmarken, was vor allem von seinem Bruder sehr belächelt wird. Auch er hat einen Vogel, also einen richtigen, seinen Cäsar, einen Wellensittich. Wenn es Streit gibt, verlässt man sich gerne auf seine Sicht der Dinge. Das geht ihm zwar gegen den Strich, weil er nicht ständig das Kindermädchen vom Mundl spielen will, aber er ist nun eben der Gescheitere im Verbund. Auch das Hausmeister-Ehepaar Blachowitz darf natürlich nicht fehlen. Fini und Kurti. Dargestellt von Götz Kaufmann und Dolores Schmiedinger, gelang hier ein sehr präzises Porträt einer Hassliebe mit allen Konsequenzen. Er hat das geschulte Auge. Logisch, als Nachportier. Sie hat dafür den geschulten Blick, vor allem für fesche Männer. Klar, sie ist auch oft allein in der Nacht. Noch dazu, wo ihr Mann leider dem Alkohol sehr zugetan ist und seine ehelichen Pflichten nicht immer zur völligen Zufriedenheit nachkommen kann. Oder will. Oder beides. Dabei mag sie ihn ja doch irgendwie. Das äußert sich vor allem am Bartreißen. Eine Sache, die übrigens direkt am Set entstanden ist. Logisch, das ist zwar... Nicht normal, alle zwei, logisch nicht. Wieso denn das? Weil man sich in die Angelegenheiten von den anderen Leute nicht hineinmischt. Reglos. Dann lass dem Schani da seine Ruhe erst. Gut nur, dass Kurti seinen Wolf hat. Einen Zwergspitz namens Berli. So ist er nie ganz alleine. Ja, ist er ja sowieso nicht. Hast du recht? Ja, wir zwei sind schon zwei verkommene Subjekte, nicht wahr, Kurti Schwenderl? Gehst du heute über die Häuser und zu deinem Herr, du geiles Individuum? Ja, mein Flamand! Du, pass auf einmal, jetzt sag ich dir eins, aber auch für alle Mal, spül dich nicht so auf vor die Leute, du Impotenzler! Sonst reiß ich dir jedes Haar einzeln aus! Na, das? Wie ging es dann eigentlich mit der Serie weiter? Nun... Nach Drehschluss zur Folge 13 verließ Reinhard Schwabenitzky das Ensemble. Er zog nach München und somit musste eine neue kreative Leitung gefunden werden. Rudolf Jusitz, seinerseits Theaterregisseur und Schauspieler am Volkstheater, übernahm. Eine Entscheidung, die große Auswirkungen auf die weiteren Episoden hatte. Denn er brachte eine fundamentale, tonale Neuausrichtung mit in die Produktion. Das hatte zur Folge, dass man sich bereits nach 3 Folgen aufgrund unüberbrückbarer Differenzen, vor allem mit Karl Meerkatz, wieder trennte. Ja. Was bist du denn überhaupt, ey? Bist die ganze Nacht fort? Wir machen keine Angst zu, die Mama und ich. Können nicht schlafen. Weil wir so viel Sorgen haben über die. Und du liegst mit dem Nudellack im Bett. Was bist du denn überhaupt, ey, Herrst? Du machen kannst, aber das alle sagen, das geht nicht, solange du da in meiner Wohnung wohnst. Ich mach aber, was ich will. Solange du da wohnst, kannst du nicht machen, was du willst. Und da du frech wirst, kriegst du von mir selber. Was? Ihr seid ruhig. Gusch! Jetzt hat Frieden. Zuschlaf weiter, du Trottel. Kriegst du so ein Watschen, dass der 14 Tag der Schell wogelt. Und der bisherige Regieassistent Kurt Ockermüller seit Folge 1 mit im Team einspringen musste. Die Inszenierung änderte sich erneut, baute allerdings auf Film auf. Die Per-Albin-Hansson-Siedlung am Südhang des Laaer Berges wurde als Drehort für die Wohnung von Kali und Irmi auserkoren und man zog endlich ins große Studio 2 am Rosenhügel um. Die Innenausstattungen stammten übrigens, sehr fortschrittlich, aus einem bekannten schwedischen Möbelhaus. Mit Ockermüller endete die Serie dann auch 1979 nach 24 Episoden, bevor man sich 1994 dazu entschloss, die 2 Folgen Stille Nacht und Jahreswende zu einem Kinofilm zusammenzuschneiden. Auch das gelang erfolgreich. Und 2008 kam dann eine Fortsetzung.
unter dem Titel Echte Wiener, die Sackbauer-Saga in die österreichischen Kinos. Der Erfolg war so groß, dass auch dieser Film eine Fortsetzung bekam. Echte Wiener 2, die Tepperten und die Gespritzten, wagte viel, musste konsequenterweise auch den Ausstieg von Ernst Hinterberger samt Verbot der Namennennung im Zusammenhang mit diesem Projekt in Kauf nehmen und blieb hinter den Erwartungen zurück. Und was bleibt vom Mundl? Ja, im Grunde ist das ein Lehrstück des Fernsehens. Eine Liebeserklärung an die einfachen Leute. Ja, vom Roman wurde viel verändert, aber auf jeden Fall zum Besseren. Kurt Ockermüller spricht von einer positiven Gruppendynamik am Set. Das waren halt alles junge Wilde. Es gab keine Vorgeschichten. Man konnte unbelastet arbeiten, mit jugendlichem Leichtsinn. Alle waren sich sympathisch, auch im kreativen Team hinter der Kamera. Es gab eine perfekte Symbiose aus Text, Technik, Regie, Kamera und Schauspiel. Wie machst du das? Edmund, jetzt musst du aufpassen auf dich. Ja, Frau, ich bin ja der Großvater. Eben vor allem in den ersten Episoden. Noch dazu gelang es dieser Serie auch immer wieder, die richtig heißen Eisen anzufassen und sie zwar mit viel Schmäh, aber doch umso radikaler unter die Leute zu bringen. Arbeitslosigkeit, Atompolitik, Existenzkrisen, Alkoholismus, häusliche Gewalt, Schuldenthematik. All das hatte hier seinen Platz und wurde auch mit Inhalt gefüllt. Schaut sie, mein lieber Herr. Wie heißt er? Hocke. Wir denken uns das, was wir uns denken, nicht? Weil bei uns kann nicht so einer, so ein Würstel, nicht? Aus Pfiffgenäß hinterherrennen und bei uns die Pappen aufreißen. Das geht bei uns nicht. Das können sie daheim machen, wo sie herkommen, aber da nicht. Bei uns reißt man die Pappen selber auf. Weil bei uns hat die Wiener die Ersten, nicht? Somit war das auch immer aktuell und man konnte sich dem allen einfach nicht entziehen. So sehr man es vielleicht auch wollte. Bist du so deppert oder stößt du nur so? Na, der ist ja so deppert. Manches Mal frage ich mich, ob den wirklich ich gemacht habe. Mundi! Jetzt holst du aber die Pappen. Tja, und die Frage nach dem, was bleibt, beantwortete Karl Merkatz selber. Laut Regisseur Kurt Ockermüller zerlegte der gelernte Tischler die Innenausstattung des Sets am letzten Drehtag nach einigen Vierteln eigenhändig. Für ihn war das Thema erledigt. Und das war gut so. Er wollte nie auf diese eine Rolle festgelegt werden. Und trotzdem ist er den Mundl nie mehr so richtig losgeworden. Trotzdem ist er einer der ganz Großen gewesen. Gerade abseits vom echten Wiener. Er gab uns zwar eine Identität, aber der österreichische Botschafter ist schon er selber gewesen. Am 4. Dezember 2022 schloss er seine Augen für immer und ganz Österreich erhob sich. Mit ihm ging vieles, was wir erst jetzt so richtig erkannten. Und wie so vieles von ihm, wird auch sein Vermächtnis bleiben. Mach's gut und servus Mundl. Du könntest, wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein.